Hallo und willkommen zum Funke Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Danke, Mimi. Wir wollen uns heute die Schülerbewegung in Spanien in den 80ern anschauen. Wie gesagt, es ist eine Bewegung, die über einen Zeitraum von 3 Monaten einen echt hervorragenden Kampf organisiert hat, mit 2,5 Millionen Schülerinnen im ganzen Land. Und ich glaube, so das zentrale Element dieser Bewegung, das wir uns irgendwie mitnehmen können, ist, dass man wirklich so die gesamte Feuerkraft des Marxismus irgendwie ablesen kann und irgendwie wirklich viel aus den Methoden für zukünftige Auseinandersetzungen verallgemeinern kann. Diese Bewegung war angeführt von unserer internationalen, von unseren spanischen Genossinnen. Und das war irgendwie so die Aufgabe dieser Genossinnen, die sie sich selber gestellt haben, ist die Methoden des Marxismus in eine Jugendbewegung, in eine Schüler- und Studentenbewegung zu tragen, die es eben ermöglicht haben, dass diese Bewegung auch tatsächlich Gewinne verzeichnen kann. Und als ich angefangen habe, diesen Workshop vorzubereiten, war so unser Gedanke, dass wir den Blick ein bisschen aus unserer Arbeit heben wollen. Unsere Arbeit, wo wir einzelne Leute rekrutieren und irgendwie so Diskussionen mit einzelnen Leuten führen und uns so dialogisch und auch methodisch auf zukünftige Bewegungen vorbereiten, in denen wir eine führende Rolle spielen können und irgendwie auch werden. Und ich glaube aber tatsächlich so im Laufe der vergangenen Wochen sind mir diese Situation echt einige Schritte näher gekommen, als es für mich irgendwie zu Beginn absehbar war. Zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie diese Palästina-Bewegung anschauen. Und in Wahrheit werden wir uns in dieser Bewegung sehr ähnliche Fragen stellen müssen. Und die gesamte Bewegung wird irgendwie Antworten für sehr ähnliche Probleme finden müssen, die sich irgendwie auch die Schülerinnen in den 80ern gestellt haben. Und um jetzt irgendwie so einen kurzen einleitenden Einblick irgendwie in die Situation Spaniens zu der Zeit zu geben und irgendwie auch den politischen Kontext irgendwie der Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Dynamik und Stimmung irgendwie besser zu verstehen. Es ist, glaube ich, wichtig zu benennen, so dass nach Francos Tod, also nach dem Tod des spanischen Diktators und dem Fall seines Regimes, die Arbeiterklasse wirklich auf der Suche war nach einem Weg nach vorne, einem Weg, wie die Gesellschaft irgendwie nach vorne schreiten kann. Die spanischen Sozialisten sind 1982 mit wirklich sehr viel Hoffnung in die Regierung gewählt worden unter Felipe González. Und so die Idee und irgendwie die Hoffnungen, die in diese Regierung gesetzt worden sind, waren so nach dem Fall der Diktatur mit Reformen die Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben irgendwie wirklich auf völlig neue Beine zu stellen und wirklich so einen gesellschaftlichen Wandel irgendwie durchlaufen zu können. Und wie alle Reformisten verstand aber die sozialistische Regierung und Felipe González seine Aufgabe, darin den spanischen Kapitalismus zu verwalten und zu organisieren, oder? Und nicht irgendwie hin zur sozialistischen Revolution hinzuarbeiten. Und im konkreten Fall der damaligen Zeit bedeutet das aber, den spanischen Kapitalismus zu verwalten, einen krisenhaften Kapitalismus zu verwalten. So, es ist in Wahrheit das Krisenmanagement des bürgerlichen Staates. Und so kommt es irgendwie nicht überraschend, dass unter dieser sozialistischen Regierung es zu einer massiven Welle von Kürzungen im Sozialbereich, im Bildungsbereich, aber irgendwie auch einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen gekommen ist. Auch viele staatlich geführte Unternehmen mussten große Teile der Belegschaft entlassen. Viele sind irgendwie auch geschlossen worden. Und so diese alte Generation an Klassenkämpfern, die auch gegen die Diktatur gekämpft haben und sich organisiert haben und eben mit viel Hoffnung und vor allem wahnsinnig großen Illusionen in die bürgerliche Demokratie und was alles möglich sein wird an gesellschaftlichem Wandel, diese Hoffnungen sind binnen kürzester Zeit bitterböse enttäuscht worden. Und so erklärt sich, glaube ich, auch, warum viele linke und so liberale Medien und Gruppierungen auch die Jugend so als ein völlig unpolitisches, also eine apathische Jugend irgendwie wahrgenommen haben, weil sie halt irgendwie keinen Weg nach vorne gesehen haben in dieser Situation und mit dieser Regierung und halt tatsächlich irgendwie am politischen Leben nicht zu viel teilgenommen haben. Wofür soll man kämpfen, wenn alles, womit man irgendwie konfrontiert ist, so ein Zerfall des Systems und irgendwie sinkende Lebensstandards und so weiter sind. Und so unsere Analyse, die Analyse unserer Internationalen war damals so dieses Spardiktat und vor allem die Krise des spanischen Kapitalismus muss irgendwie zu Gärungen unter der Oberfläche in der Gesellschaft führen, oder? So Widersprüche häufen sich an und unter der Oberfläche und einer ruhigen Oberfläche braut sich irgendwie eine Situation zusammen, die nur darauf wartet, einen Ausdruck zu finden. Und das ist irgendwie halt noch nicht passiert. Und aufgrund dieser Analyse haben wir wenige Jahre in Wahrheit bevor diesem Massenstreik, beschlossen, so die Arbeit an den Schulen zu intensivieren. Wir haben das Ziel formuliert, wir wollen eine School Student Union in Spanien aufbauen und zu dem Zeitpunkt waren wir in ganz Spanien an so 20 oder 30 Schulen verankert. Also irgendwie tatsächlich so an einzelnen Punkten irgendwie hatten wir direkte Verankerungen in den Schulen. Und dann im Laufe der Jahre, also vor allem so in den
Sommermonaten von 1986 entwickelt sich aber in der Jugend eine völlig neue Stimmung. Und vor allem, wir können das irgendwie beobachten, also der Grund, warum wir da irgendwie einen Zugriff drauf haben, ist, weil unsere Genossinnen halt wirklich in den Schulen gearbeitet haben und halt einen direkten Zugang irgendwie zur Jugend hatten. Und deswegen war irgendwie so absehbar für unsere Genossinnen, okay, irgendwas an der Dynamik und an der Gesamtsituation fängt irgendwie an zu kippen. Und da konkret waren es dann irgendwie Fragen von weiteren Einsparungen im Bildungssystem und auch Fragen wie die Zulassung an Wunsch-Unis. Also man hat irgendwie so spanische Schülerinnen nach dem Abschluss haben irgendwie eine Reihe an Unis angeben können. So, mein Wunsch-Uni wäre irgendwie hier, meine zweite Uni wäre das mit dem Major und meine dritte Uni ist irgendwie das und das. Und in den meisten Fällen konnten sie dann irgendwie nicht das studieren, was sie eigentlich studieren wollten. Genau, und die dritte, also eine dritte relevante Frage war die Frage von Studiengebühren, die nicht übermäßig hoch waren, aber dennoch irgendwie gerade für Schülerinnen aus der Arbeiterklasse halt trotzdem irgendwie ein Burden so für die Familien der Arbeiterklasse waren. Genau, und anhand dieser Frage nimmt der Unmut zu und unsere Genossen sagen, okay, wir wollen das irgendwie abtesten. So, es findet noch keinen konkreten Ausdruck, aber wir wollen abtesten, wie weit dieser Prozess irgendwie vorangeschritten ist. Und deswegen rufen wir im November als Student Union im November 1986 eine Demonstration in Madrid aus. Und der Slogan dieser Demonstration, das Banner, unter dem es sozusagen steht, ist so: Wir, die Kinder der Arbeiterklasse, wir wollen an die Unis, wir wollen Bildung. Und in Wahrheit wissen die Genossinnen nicht so genau, was dann passieren wird. Es ist das Gefühl da, dass es vielleicht einen Ausdruck finden kann, aber ganz so sicher ist sich niemand. Aber man muss es irgendwie halt ausprobieren, um es herauszufinden. Und tatsächlich kommen in Madrid 5000 Schülerinnen zusammen, die mit sehr viel Elan auf diese Demo gehen und irgendwie wirklich wütend auf dieser Demo sind. Und das ist für uns der Punkt, an dem wir sagen, okay, eine Stimmung ist irgendwie da, an die man anknüpfen kann. Eine Stimmung des Unmuts, dem wir einen Ausdruck verleihen müssen. Und entschließen uns dadurch, deswegen so einen very radical next step vorzuschlagen und rufen einen nationalen Streiktag für ein paar Wochen später aus, am 4. Dezember. Wo das ganze Land bestreikt werden soll, wo die Schülerinnen im ganzen Land vor ihre Schulen gehen sollen und auf die Straßen gehen sollen. Und die Forderungen zu diesem Zeitpunkt der Bewegung, ich habe es irgendwie schon angedeutet, aber die Forderungen waren eben so einerseits die Zulassung an die Wunschunis, die Streichung der Einschreibungsgebühren, eine Form von Mitbestimmungsrecht an den Schulen, so in Form von School Councils, wo halt auch Schüler ein gewisses Mitspracherecht an den Schulen bekommen und allgemein mehr Geld fürs Bildungssystem. Und in Wahrheit, wenn man sich diese Forderungen anschaut, dann sind das irgendwie keine Forderungen, die direkt der Übernahme der Gesellschaft durch die Arbeiterklasse irgendwie hinargumentieren, oder? Aber in dem Moment sind es irgendwie die richtigen Forderungen, die wir als Marxisten aufgestellt haben, weil es die Forderungen sind, die tatsächlich die Stimmung ausgedrückt hat, die das Bewusstsein irgendwie der Schülerinnen widergespiegelt hat und die tatsächlich auch mobilisiert haben. Und in diesem Kampf entsteht halt eine Form von Klassenbewusstsein, oder? So die Einheit der vielen, unser gemeinsames Interesse als Klasse, die wird hier irgendwie zum Ausdruck gebracht und um die wollen wir irgendwie kämpfen. Und alle Forderungen, die dazu beitragen, dieses Klassenbewusstsein zu stärken und irgendwie zu etablieren, am Bewusstsein der Bewegung tatsächlich oder am Bewusstsein der Klasse und der Jugend irgendwie anzuknüpfen und gleichzeitig keine Illusionen in irgendwelche Institutionen oder Ähnliches schüren, das sind irgendwie gute und richtige Forderungen. Und dementsprechend wird dieser 4. Dezember, der erste Streiktag, auch wirklich ein überragender und überraschender Erfolg. Also wieder sind auch unsere Genossen wirklich überrascht, was da auf den Straßen abgeht. Ich nenne echt nur wenige Zahlen und auch in den folgenden Links kann ich irgendwie nur wenige Zahlen nennen. Aber in Madrid zum Beispiel gehen 20.000 Schüler auf die Straße, in Barcelona sind es 10.000. Aber auch in den Industriedörfern, so im Red Belt, rund um die großen Städte rundherum, wo halt vor allem Arbeiterfamilien leben, sind wirklich viele Schulen mobilisiert. Teilweise werden sie auch unterstützt von Arbeitern aus den Betrieben. Und mit diesem Ausmaß der Bewegung hat zu dem Zeitpunkt auch, wie gesagt, irgendwie niemand gerechnet. Und die Union unter der Führung unserer Genossen ist sich bewusst, jetzt müssen wir Schritte nach vorne gehen. Wir müssen diese Dynamik aufrechterhalten und den Weg nach vorne weisen. Und das Gebot der Stunde in diesem Moment ist zu argumentieren und zu schaffen, diese Bewegung auszuweiten, den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Genau, und wirklich so eine breitere Schicht in der Gesellschaft da hinein zu mobilisieren. Und deswegen rufen wir für den Tag danach, also für den 5., zu Massenversammlungen auf, wo einfach die Ergebnisse des vorhergehenden Tages gemeinsam diskutiert werden sollen und die nächsten Schritte gemeinsam beschlossen werden.
Und das, was bei diesem Plenum oder bei dieser Versammlung rauskommt, ist, dass das Ziel sein muss, eine 100% Beteiligung der Schulen in Spanien auf die Beine zu stellen. Und das in 2 Wochen. Es ist ein sehr kurzer Timeframe. Aber es ist irgendwie klar, so wenn wir diese Dynamik aufrechterhalten müssen, dann muss das vor den Ferien sein. Jetzt ist irgendwie die Stimmung da. Wenn wir da jetzt nicht anknüpfen, wer weiß, was irgendwie nach den Ferien ist. Also ist das Ziel, für 2 Wochen einen 100% Turnout der Schülerinnen zu organisieren. Und die Frage, wie man das bewerkstelligt und wie man dieses Ziel erreichen kann, muss man irgendwie konkret beantworten. So. Die Union selbst und auch unsere Genossen, das sind irgendwie limitierte Kräfte, oder? Also wir selber können nicht jeden Schüler, jede Schülerin mobilisieren. Aber was diese Union irgendwie tun kann, ist die politische Linie vorzugeben, die Methoden zu erklären, mit denen wir das erreichen können. Und dann volles Vertrauen in die Schüler zu stecken, diese Arbeit auch wirklich selber organisieren zu können, ihre Kolleginnen organisieren zu können und die Nachbarschulen organisieren zu können. Und deswegen war so der Zugang, den wir versucht haben zu etablieren, zu sagen, bildet Komitees an euren Schulen, diskutiert in diesen Komitees, wie ihr eure Schule flächendeckend mobilisieren könnt, alle Schülerinnen, die bisher nicht mitgestreikt haben, und diskutiert, wie ihr in eurer Umgebung alle Schulen erreicht, die noch nicht mitgestreikt haben und für diesen 17. Dezember gewinnen könnt. Unsere Genossinnen sind so in kleinen Teams auch vor einzelne Schulen gegangen, wo halt noch keine Mobilisierung stattgefunden hat, haben versucht, dort einzelne Leute zu finden, die bereit sind, was zu tun, die Sachen in die eigene Hände zu nehmen und motiviert sind, haben ihnen das politische Programm erklärt und ihnen damit halt die Werkzeuge in die Hand gegeben, diese Arbeit selber zu organisieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Element. Das ist ein zentrales Element, wie diese Bewegung irgendwie so groß werden hat können. Und im gleichen Schritt ist irgendwie auch schon die Orientierung auf die Arbeiterklasse angelegt worden. Es ist ausgerufen worden oder argumentiert worden, warum es notwendig ist, die Sympathien der Arbeiter zu gewinnen. Einerseits, um die gesellschaftliche Stimmung auf die Seite der Bewegung zu holen und eben schon erste Schritte vorzugehen, um dann wirklich auch einen gemeinsamen Kampf mit der Arbeiterklasse möglich zu machen. Und die Schülerinnen, irgendwie einige nette Berichte, so Schülerinnen sind zu den Betrieben gegangen und haben gesagt, we are the children of the working class, wir wollen an die Unis und dafür brauchen wir euren Support. Und der war irgendwie wirklich auch großflächig zu spüren. Ich werde irgendwie nachher nochmal ein Beispiel dazu geben, wie stark diese Sympathien werden. Und das, was irgendwie von Anfang an klar war, ist so, damit dieser 17. Dezember ein Erfolg wird, muss man kämpfen. So. Es reicht nicht, also es ist irgendwie ein Struggle um jede einzelne Schule, oder? Eine Bewegung aufbauen, eine Bewegung auszuweiten, heißt irgendwie nicht, wir rufen einfach einen Termin aus und dann hoffen wir, dass die Leute irgendwie reif genug und politisches Verständnis haben, da es von alleine irgendwie hinzugehen und dann im Nachhinein irgendwie enttäuscht von der Gesellschaft zu sein, die noch immer so reaktionär ist und noch immer nicht verstanden hat, was die wichtigen Themen sind, so. Sondern es ist irgendwie ein Struggle um wirklich jede einzelne Schule. Und ich glaube, das ist irgendwie was wir irgendwie auch für kommende Bewegungen irgendwie, was uns auszeichnet, glaube ich, auch als Sektion, dass wir irgendwie einen Zugang, also dass wir verstehen, wie man irgendwie eine Bewegung aufbaut. Und dann gibt es irgendwie einige politische Fragen, die sich schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie stellen, die Bewegung beantworten muss. Und die erste wichtige Frage, ich habe es irgendwie schon angedeutet, ist die Frage der Selbstverteidigung. Am 4. Dezember, also am ersten Streiktag, gibt es in einigen Städten, wo Demonstrationen stattfinden, Angriffe der Polizei. Es gibt auch Provokateure irgendwie in den Reihen der Schüler, die halt auf Konfrontation mit den Bullen aus sind. In manchen Städten wie in Madrid kommen auch faschistische Gruppen und greifen die Bewegung an. Es kommt noch zu einer Schießerei. Also eine Schülerin wird irgendwie angeschossen und verletzt. Und es ist irgendwie sonnenklar, spätestens ab dem Zeitpunkt, dass die Bewegung eine Form von Selbstverteidigung braucht. Und deswegen rufen wir am Abend vor dem 17. Dezember zu einem Ordnertreffen auf an den Schulen und sagen, kommt hierher, wir wollen irgendwie gemeinsam eine Selbstverteidigung für diesen Streik aufbauen. Und es kommen 200 Schülerinnen zu diesem Treffen, die werden mit Holzklötzen ausgestattet, damit sie tatsächlich auch das Material haben, um diese verteidigen zu können. So. Und in den kommenden Monaten werden sich aber diese Ordnerinnen irgendwie verdoppeln und vervielfältigen. So. Also tausende Ordnerinnen, in den letzten Wochen sind wirklich tausende Ordnerinnen, die extrem diszipliniert auf diesen Demos sind und so Barrikaden und Ringe um die Demonstrationen machen. Sie spielen sich irgendwie nicht als Macker auf oder wollen irgendwelche willkürlichen Abenteuer, ja halt irgendein Abenteurertum irgendwie ausleben oder so, sondern sie haben halt die Order, niemanden reinzulassen, niemanden rauszulassen und können tatsächlich auch Angriffe von der Polizei abwenden, so.
Genau, also auch so andere Fragen wie, wenn die Demonstrationen vorbei sind, bleiben diese Ordnerinnen vor Ort, bis wirklich die letzten Schülerinnen gegangen sind, um irgendwie keine Möglichkeit für faschistische Gruppen oder so geben, einzelne Schüler anzugreifen. Genau. Eine andere Frage, die wir in die Bewegung hineintragen, ist die Verbindung der Jugend mit der Arbeiterklasse und die Frage der Finanzierung der Bewegung. Und das geht irgendwie auch Hand in Hand. So, ich habe schon genannt, so dieses Selbstverständnis der Bewegung ist, wir, die Kinder der Arbeiter, wir wollen fairen Zugang zu Bildung. Und die Sympathien der Arbeiter waren enorm hoch. Und in diesen gewählten Schulkomitees, auf die wir nachher noch genauer zu sprechen kommen, wird auch systematisch diskutiert, wie man diese Verbindungen zur Arbeiterklasse aufbauen kann. Delegierte werden in die Betriebe, also in die anliegenden Betriebe geschickt. Dort sollen sie erklären, können irgendwie mit den Arbeitern sprechen und erklären, warum wir Schüler streiken und wofür wir streiken. Und zum Beispiel gibt es einen Bericht vom Genossen Jordi, wer ihn kennt, der damals als Schüler Teil der Bewegung war. Der erzählt, sie sind in ihrem Ort zu den Hafenarbeitern gegangen, haben dort mit ihnen politisch reden können, haben irgendwie die Bühne bekommen. Es gab eine Betriebsversammlung basically eingerufen. Sie haben dann dort ihr Programm erklären können. Und diese Hafenarbeiter solidarisieren sich mit ihnen und streiken dann tatsächlich auch parallel mit ihnen eine Stunde mit. Und auch die Frage der Selbstfinanzierung wird so geklärt. So, die Schülerinnen gehen in die Betriebe, gewinnen diese politisch und sammeln Spenden ein. Einerseits für die Produktion von Flyern und in Zukunft dann irgendwie auch für Busfahrten. Warum man das braucht, dazu kommen wir später. Genau, und das ist irgendwie auch wirklich eine der zentralen Methoden, wie sich die Bewegung halt auch selbst finanzieren kann und die wir irgendwie in der Bewegung verankern konnten. Genau, ein Nebensatz sozusagen, der, glaube ich, auch nicht irrelevant ist, ist das, ich habe irgendwie schon erwähnt, so die Enttäuschung in die sozialistische Regierung ist irgendwie schon recht groß, aber sie wird irgendwie weiterhin gewählt, weil es nicht wirklich eine Alternative auf der Linken gab. Und zurück irgendwie in die Parteien der Franco-Diktatur will man auch nicht. Also so, man muss irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, mit welchen Forderungen und mit welchem Zugang man hin zu den Arbeitern geht, um sich nicht von ihr zu isolieren. Und deswegen war so der politische Zugang, um zu erklären, wofür und gegen wen wir kämpfen, zu sagen, genau, die Jugend und die Arbeiter, wir haben eine sozialistische Regierung gewählt, wir sind nicht gegen diese Regierung, aber wir fordern ein, dass sie jetzt das Programm umsetzen, für das wir sie gewählt haben. Und wenn wir sie dazu zwingen müssen, dann müssen wir sie halt dazu zwingen. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein nicht irrelevanter Gedanke so. Genau. Und im Kontext der nächsten Demonstrationen, also auch am 17. schon und dann auch bei den großen Streikwochen, werden auch die Führer der zwei größten Gewerkschaften jeweils eingeladen, also der sozialistischen und kommunistischen Gewerkschaften, die dann auch bei den Frontdemos mitlaufen in Madrid. Und einerseits ist es natürlich eine politische Message, so die Arbeiter und Jugend steht hier gemeinsam für ein gemeinsames Programm, und andererseits aber auch eine Frage des Schutzes der Bewegung, weil bei Gewerkschaftsführern überlegt sich die Polizei wahrscheinlich ein bisschen genauer, ob sie tatsächlich angreifen will, und ist ein bisschen zurückhaltender dabei, sie niederzudögeln. Das hätte irgendwie massive Konsequenzen so unter den Arbeitern hervorgerufen. Genau, das sind, glaube ich, irgendwie so zwei relevante politische Fragen, die sich gestellt haben. Genau, diese politischen Fragen brauchen irgendwie auch einen organisatorischen Ausdruck. Ich habe schon die Union erwähnt, oder ich habe irgendwie auch schon erklärt, was ihr Zugang sozusagen war. Sie standen unter der Leitung unserer Genossinnen, die auch wirklich das politische Vertrauen der Bewegung genossen haben und auch als Führung dieser Bewegung anerkannt worden sind. Und diese Union wurde besetzt aus den Delegierten aus den Schulen, die an den Schulen selber gewählt worden sind. Und in dieser Union wurde das Programm diskutiert und abgestimmt, die Kampfpläne für die nächste Eskalationsstufe geschmiedet und abgestimmt. Und dort wurde auch das Verhandlungsteam gewählt, das dann mit dem Ministerium in Verhandlung getreten ist, nachdem das Ministerium, also mit dem Bildungsministerium, in Verhandlung getreten ist, das eben von der Bewegung gezwungen wurde, in Verhandlungen zu treten. Das ist irgendwie so der eine der die Leadership irgendwie in der Union. Aber eine mindestens genauso wichtige Frage hat irgendwie die Rolle der Schulkomitees an den Schulen selbst gespielt. Und diese Schulkomitees waren zusammengesetzt aus vier gewählten Verantwortlichen. Einerseits einer politischen Führung, einem politischen Sekretär. Andererseits eine Person, die verantwortlich war, um die Finanzen, also sich um die Finanzen zu kümmern und eben vorzuschlagen, wo man hingehen kann, um weitere Finanzen für politisches Material einzufordern. Die Fragen der Selbstverteidigung ist besetzt worden, und es gab auch Pressesprecher, Presseverantwortliche. Warum? Die bürgerlichen Medien spielen in dieser Situation erwartbarerweise eine extrem schädliche Rolle.
indem sie nicht oder nur spärlich über die Massendemonstrationen berichten, die extrem diszipliniert abgehalten worden sind und dafür so einzelne Auseinandersetzungen mit der Polizei oder Vandalismus massiv überproportionalisiert haben. Für diese Methoden waren teilweise auch sektiererische Gruppen verantwortlich, auf das werde ich irgendwie auch noch näher eingehen. Und um dem was entgegenhalten zu können, braucht es irgendwie ein eigenes Sprachrohr der Bewegung, die mit Flyern und Pressestatements etc. und Berichten aus und von den Schulen selbst halt dieser Flut von Diffamierungen was entgegenhalten konnten. Genau, und unter diesen Bedingungen, in diesem Struggle, den wir an den Schulen organisiert haben, indem man versucht, die Arbeit zu gewinnen, wird dieser nationale Streiktag am 17. Dezember ein massiver Erfolg. 100% der Schulen in Madrid, in Barcelona, mit allein in Barcelona 260.000 Schülern in einer Stadt, 50.000 in Barcelona und auch in den Arbeitergebieten. Basically jede Schule und Teile der Unis konnten wirklich mehr oder weniger flächendeckend mobilisiert worden. Hunderte Komitees sind gegründet worden, die Mitgliederzahlen der Union sind um ein Vielfaches angewachsen und auch in den rückschrittlicheren Provinzen konnten Erfolge gemacht werden. Die Presse spricht von 2 Millionen Schülern zu dem Zeitpunkt, die auf den Straßen waren. Und unter diesem Eindruck wurde das Bildungsministerium gezwungen, die ersten Zugeständnisse zu machen. Genau, aber die Bewegung war irgendwie noch nicht fertig und hat befunden, sie ist noch nicht am Ende ihrer Kraft angekommen. Und nach den Weihnachtsferien soll es dann noch 2 weitere Wochen geben, in denen jeweils für eine gesamte Woche gestreikt wird. Und das sind die größten Mobilisierungen, die es bis dahin gegeben hat an Schulen. Und auch das Ministerium muss zu dem Zeitpunkt dann eingestellt, dass über 2,5 Millionen Schüler an diesen Protesten beteiligt sind. Aber es ist irgendwie auch klar, eine Bewegung kann nicht ewig kämpfen und die ersten Müdigkeitserscheinungen zeigen sich auch irgendwann. Und es war irgendwie klar, diese Bewegung muss zu einem Abschluss kommen, der als Erfolg empfunden wird. So, sonst zerbröselt diese Bewegung in lauter Einzelteile, die Dynamik geht verloren. Deswegen beschließen wir einen letzten Kraftakt, eine Streikwoche im Februar mit der Unterstützung der Arbeiterklasse. Es gibt gemeinsame Demonstrationen mit der kommunistischen Gewerkschaft. Genau, und der Höhepunkt dieser Streikwoche soll The March on Madrid sein. Also am Freitag ein gemeinsamer Abschluss, wo aus ganz Spanien Schüler zusammenkommen sollen. Und dafür werden eben zum Beispiel wieder Spenden gesammelt, um Busse zu organisieren, um Fahrtkosten zu organisieren. Und gleichzeitig mit halt weiter Vernetzungen mit den Arbeitern aufzubauen. In Madrid sind dann an diesem Freitag dieser Streikwoche zwischen 200.000 und 250.000 Schülerinnen, die direkt vor das Ministerium ziehen, wo die Verhandlungen mit den Delegierten der Union und dem Ministerium eben geführt werden. Und das darauf folgende Angebot des Ministeriums überrascht wirklich auch unsere Genossinnen. Also sie berichten irgendwie so, sie haben diese Info bekommen, was die vorgelegten Angebote sind und können irgendwie ihren Augen nicht ganz trauen. Genau, und das erste Mal in der Geschichte Spaniens soll die Ausbildung bis zur Matura völlig kostenfrei werden. Demokratische Rechte werden zugestanden, so Legalisierung von Assemblies and Student Organizations, die davor komplett verboten waren. Studenten aus unteren Einkommensschichten sollen befreit werden von den Kosten für die Unis. Es soll mehr Geld für Schulen und so Förderungen irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Und auch ein wichtiger Punkt so, es soll keine Konsequenzen für alle Schüler, die beteiligt waren, von Seiten der Schulen geben. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Teilsieg so. Und die Frage, wie diese Bewegung zum Abschluss gebracht wird, ist irgendwie auch wirklich interessant und in Wahrheit aber auch sehr simpel, oder? Wir haben einfach gesagt, was ist. Das Verhandlungsteam, diese Delegierten der Union, stimmen diesem Vorschlag bei den Verhandlungen provisorisch mal zu, mit der Betonung, dass dieses Ergebnis noch von der Union angenommen werden muss. So. Wir verhandeln nicht für die Bewegung, sondern die Bewegung kann irgendwie selber entscheiden, ob das Ende der Bewegung ist. Und für den nächsten Tag wird eine Generalversammlung der Union einberufen und dieses Ergebnis wird einstimmig angenommen. Genau, und so der Umstand, dass diese Bewegung irgendwie so hier zu einem Abschluss kommt, das kann man irgendwie auch ganz klar benennen. Jetzt kommt ein spanischer Name. Juan Ignacio Ramos, möchte ich gerne kurz zitieren. Einer unserer Genossen und ein Leading Comrade in dem Verhandlungsteam benennt das irgendwie so. Wir haben einen historischen Sieg errungen und das ist das Ergebnis eines langen und außerordentlichen Kampfes. Wir haben die meisten unserer Forderungen durchgesetzt. Jetzt ist es unsere Zeit, unsere Errungenschaften zu konsolidieren, zurückzugehen, uns zu organisieren und uns auf die nächste Runde vorzubereiten, indem wir den ganzen Rest gewinnen werden. Der Kampf wird langwierig sein und er wird weitergehen. Aber wir haben gezeigt, dass wir Studenten und Schüler bewusste Menschen sind, die wissen, wie man einen Kampf organisiert. Wir haben das Ministerium in der ersten Runde K.O. geschlagen.
Und so kommt irgendwie diese Bewegung zu einem Abschluss mit irgendwie wirklich einem großen Erfolg und halt einer massiven gemeinsamen Abschlusskundgebung oder Abschlussdemonstration in Madrid. Und ich glaube, so diese Ereignisse beschreiben, glaube ich, die Aufgaben der Kommunisten so sehr klar, oder? Wir haben eine Partei, die aus den Wahrnehmungen und aus den Erfahrungen von lauter einzelnen Personen, die halt irgendwie so die Stimmung versuchen in die Verstimmungen der Jugend und der fortgeschrittenen Teile der Arbeiterklasse hineinzufühlen. Als Partei können wir allgemeine Schlüsse über die aktuelle Stimmung und auch, was wir für notwendige Schlüsse daraus ziehen müssen. Und das ist als einzelne Person schlicht und ergreifend nicht möglich. So, deswegen haben wir eine Partei. Wir studieren hier, also hier und in den OGs und in Lesekreisen so, wir studieren die Methoden der Arbeiterklasse. Wir kennen die Herausforderungen, vor denen Bewegungen und die Arbeiterklasse als Allgemeines stehen wird. Und wir haben auch Antworten. Und gleichzeitig irgendwie auch, wir haben kein eigenes Interesse abseits der Bewegung. Keine Ahnung, wenn die Bewegung sagt, wir kommen hier irgendwie an einen Punkt und wir haben hier einen Teilsieg erreicht und jetzt müssen wir irgendwie zurückgehen und uns neu konsolidieren, dann ist es so. Dann gehen wir diesen Schritt mit der Bewegung. Wenn die Bewegung es notwendig hat, können wir Schritte nach vorne zeigen, anknüpfen an das Bewusstsein und damit Slogans und Pläne formulieren, die halt einen mobilisierenden Charakter haben, oder? Und dafür braucht es so eben diese so Fühler in die Jugend- und Arbeiterklasse hinein, um das halt irgendwie antizipieren zu können. Und wenn die Bewegung irgendwie zu einem Ende kommt, dann können wir einfach ehrlich konsolidieren oder ehrlich bilanzieren, unsere Siege konsolidieren und auch halt Fehler benennen, oder? Wenn es nicht zu einem Erfolg gekommen ist. Und das so für kommende Kämpfe im Gedächtnis der Bewegung aufrechterhalten und aufbewahren. Und im Gegensatz dazu, was wir irgendwie als unseren Anspruch als Führer der Arbeiterklasse verstehen, möchte ich irgendwie noch einen letzten Punkt ansprechen. Gibt es irgendwie andere Organisationen, die ein anderes Verständnis haben von ihren Organisationen? Und eine der wirklich zentralen Fragen, die über die ganze Bewegung hin die Genossinnen beschäftigt hat, wie wir mit dem extrem schädlichen Verhalten und dem extrem schädlichen Umgang der Sekten umgehen werden. Das Wort Sekte ist so im Marxismus irgendwie ein definierter Begriff und ich glaube, der Inhalt, was dieses Wort bedeutet, wird hier irgendwie sehr klar. Von Beginn an der Bewegung gab es so ein Coordinating Committee, das versucht hat, die Union, das gewählte Delegierte irgendwie aus den Schulen hinkommen könnten und die politische anerkannte Führung der Bewegung waren, haben versucht, die Union zu umschiffen. So einerseits haben sie eigene Komitees an den Schulen gegründet, was ja tatsächlich irgendwie auch begrüßenswert ist, oder? So wenn wir in einer Region nicht organisieren können und nicht sind, dann ist es irgendwie begrüßenswert, wenn es wer andere macht. Gleichzeitig muss man aber halt akzeptieren, dass es gewisse Dynamiken in einer Bewegung gibt, die sich halt in der Situation real in der Union ausgedrückt haben. Und das Coordinating Committee hat das irgendwie nicht anerkannt und versucht irgendwie dieses Gremium permanent zu umschiffen, indem sie sich als noch revolutionärer und noch radikaler und irgendwie noch angriffslustiger sozusagen präsentieren wollten, anstatt im Interesse der Bewegung zu arbeiten. Und konkret hat das zum Beispiel bedeutet, dass sie zum Beispiel zusätzliche Streiktage in den Zwischenperioden ausgerufen haben in einzelnen Regionen, wo dann nur sehr wenige Schüler aufgetaucht sind, was auch gefährlich ist in Wahrheit so. Wenn irgendwie nur wenige Schüler da sind, dann ist halt das Potenzial für Auseinandersetzungen mit faschistischen Gruppen oder mit dem Staatsapparat halt irgendwie viel realer. Oder andere Fragen waren so, dass sie die Union als illegitime Führung irgendwie denunzieren wollten, die falsche Methoden hat etc. Und unser Zugang war damals so zu versuchen, diese kleinen oder diese sektiererischen Gruppen und dieses Coordinating Committee in die Union hineinzuholen und zu argumentieren, warum sie innerhalb der Union ihre politischen Fragen und Debatten irgendwie führen sollten. Hier haben sie ein Recht auf eigene Meinungsäußerung und können irgendwie ihre Methoden auch zur Abstimmung stellen. Und wenn sie Fehler in unseren Methoden und in den Methoden der Führung erkennen, dann müssen sie halt dort benannt werden und dort herausgefordert werden, oder? Dann muss halt die Führung gezwungen werden, diese Methoden anzupassen. Aber das war irgendwie nicht im Interesse des Coordinating Committees, sondern sie rufen so eigene nationale Treffen aus, wo keine demokratischen Debatten stattfinden, sondern am Ende einfach fertige Pläne deklariert werden. Genau, und irgendwie so unangenehm das ist, aber man muss sich halt mit diesen Gruppen herumschlagen, wenn sie irgendwie real in der Bewegung intervenieren und irgendwie eine gewisse Rolle in der Bewegung spielen. Und zum Beispiel so zu dieser Frage, dass sie einfach zu anderen Streiktagen aufrufen, war unsere Position so gegenüber der Jugend zu sagen und politisch zu erklären, so wir glauben irgendwie, dass das Sinnvollste wäre, die Kräfte für die nationalen Streiktage zu sammeln und dort irgendwie mit einem gemeinsamen Boom aufzutreten. Aber wenn ihr in euren Schulen beschließt, dass ihr streiken wollt, dann wird die Union hinter euch stehen. Also so irgendwie ein bisschen eine indifferente Position einzunehmen, aber irgendwie auch nicht sich irgendwie abzukapseln von diesen Schichten der Jugend.
Aber gleichzeitig gab es auch Situationen, in denen wir sehr viel härtere Töne gefunden haben. Einige Tage vor der letzten Streikwoche zum Beispiel ruft das Coordinating Committee zu einem illegalen Streik auf. Ein extrem militanter Aufruf noch dazu. Und es war wirklich absehbar, dass es hier zu Provokationen kommen wird und dass es zu Konfrontationen mit der Polizei kommen kann, die auch in Wahrheit blutig enden können. So. Und man muss irgendwie dazu sagen, mit einer Polizei, die noch dazu extrem geprägt ist von der spanischen Diktatur, ist echt nicht zu spaßen. So. Und das waren echt gefährliche Situationen. Und in diesen Situationen haben wir beschlossen, uns klar zu distanzieren und wirklich den Schülerinnen auch zu sagen, wir empfehlen euch dort nicht hinzugehen. So. Das schädigt der Bewegung, kann irgendwie nur zu Demoralisierung führen. Und im schlimmsten Fall irgendwie auch zu tatsächlichen Schäden so, oder zu tatsächlichen Verletzten etc. Und warum erwähne ich das? Ich glaube, es ist nicht irrelevant. Genau, ich möchte es irgendwie benennen, weil ich glaube, wir haben uns in den letzten Perioden echt darin geübt, sehr genossenschaftlich und ruhig mit allen anderen Organisationen umzugehen, auch wenn wir finden, dass ihre Methoden irgendwie nicht förderlich für den Fortgang der Bewegung sind. Aber es gibt zugespitzte Situationen, und ich glaube, darauf müssen wir uns irgendwie auch einstellen, in denen es notwendig ist, sehr hart mit diesen Gruppen umzugehen, wenn sie halt wirklich völlig unverantwortliches und schädigendes Verhalten an den Tag zu legen. Genau, und ich glaube, das ist irgendwie so, also das ist ein bisschen ein Novum für uns, aber ich glaube, man muss sich irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten, so, genau. Und um jetzt zu meinem Abschluss zu kommen, also ich habe irgendwie schon vorher aufgelistet, was die zentralen Aufgaben der Partei sind. Und um diese Rolle spielen zu können und um den besten Einblick in die Jugend und vor allem in die Dynamik einer gärenden Gesellschaft irgendwie zu bekommen, einen Einblick in die fortgeschrittensten Schichten der Arbeiterklasse zu bekommen und deswegen halt auch die richtigen Forderungen, die richtigen nächsten Schritte für die Entwicklung des Klassenbewusstseins vorgeben zu können. Dafür brauchen wir halt wirklich Leute, die ein Gespür für die Gesellschaft, ein Gespür für ihre Mitschüler, ein Gespür für die Leute, mit denen wir reden, bekommen. Und das ist, glaube ich, eine wirklich zentrale Aufgabe, die wir uns stellen müssen, um die Führung der kommenden Bewegungen zu sein. Und das ist nicht nur, weil wir glauben, dass wir das am besten können, sondern weil jede andere Organisation Bewegungen irgendwie in Sackgassen führen kann, wenn sie nicht die richtigen Methoden anwenden kann. Und im schlimmsten Fall führt das irgendwie zu Demoralisierungen. So, ich möchte euch encouragen, so diese Aufgabe wirklich ernst zu nehmen und euch darin zu schulen, diese Dynamiken irgendwie wahrzunehmen und daraus irgendwie der Partei die Möglichkeit zu geben, die nächsten richtigen Schlüsse ziehen zu können. Genau, und damit komme ich für den Input mal zum Ende.